So, jetzt sind wir ein kleiner Geist. Wie mache ich denn das jetzt? Ich habe ja mein Harlequin Baby. Aua! Ist denn gerade eine Kurve geflogen? Scheiß Vieh. Also. Enemies will pay! Das freut mich. Ich bin Mutti, ich muss blöd rumlachen. Meins. Brauch mehr Fliegen, verdammt. Ja, verliere ich halt ein ganzes Herz von mir aus. So ein schwarzes Herz, das war ganz nett zu haben, aber nö, brauche ich nicht. Hast du keinen Bock, irgendwie dich zu wehren oder so? Nicht wirklich. War nur so halbherzig. Ja, Loki, geh mal auf die andere Seite, Penner. Geh mal auf die andere Seite. Meine Seite. Jetzt ist mein Raum. Ich habe diesen Raum erobert. Immer diese Trollbomben. Sehr gut, dass sie denn auch Herzen liegen. Sehr gut, dass hier eine Kiste ist. Sehr gut, dass hier sowas ist. Blöden Larrys, ich hab mich verletzt. Ich hab nicht aufgepasst. Und was kam jetzt noch? Die Monstro-Köpfe, genau. Du bist ein abscheuliches Monster. Heißt ja nicht umsonst Monstro. Das ist ja tot. Man bräuchte noch so eine. So Fackeln und Mistgabeln so als Items. Nee, natürlich nehme ich jetzt nicht das Doppelherz. Wenn ich hier normale Herzen rumliegen habe. Brauche ich gar nicht hier Doppelherzen verschwenden. Wer bin ich denn? Ein Glück kann ich fliegen. Ein Glück kann ich fliegen. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie so sehr. Silberherz. Noch. Regel 1. In the Womb. Nicht ballernd in den Raum reingehen. Naja, Regel 1 ist jetzt nicht unbedingt. Aber es ist wichtig eigentlich, dass man das nicht macht. Drecksvieh. Drecksviech. Stirb. Ich habe Angst vor den roten Scheißviechern. Weil sie so gern in einen Rind spawnen. Noch nicht die Batterie nehmen, wäre Verschwendung. Und bam. Bad Gas. Kann ich hier. Hätte ich viel früher anfurzen müssen. Ich habe leider den falschen Knopf gedrückt dabei. Falschen Knopf drücken, das ist immer. Warum tue ich das? Wieder ein Herz. Aua! Fuck.
Und wieder Batterie. Oh, ich krieg durch die Batterie eine Batterie. Ist ja toll. Amüsant. Ah, hier, Fistula. Keine Chance. So, kurz. Oh, entweder Doppelkant. Doppelkant. Hm, ein Doppelkant. Doppelkampf oder der Fred. Oder ist es der Fred? Ich glaube, es ist der Fred. Oder Doppel-Skollex. Oder Doppel-Fistula. Teratoma. So. Wie gibt's denn noch? Doppel-Gordi. Nee, ist Fred. Er hat sich befreit. Oh mein Gott. Jetzt kotzt er. Nee, noch nicht. Immer aufpassen, wenn er kotzt. Lass deine scheiß Viecher weg. Bring dir nichts. Kann fliegen, Penner. Wenn du mich nicht direkt mit so einer Kugel triffst, dann bringt dir das gar nichts. Außer, dass hier alle drum manscht. Obwohl, sind ja eh hier in den Körper drin, das überall Blut. Hm, der Pakt. In dem Pakt finde ich interessant. Nämlich. So. Ja. Form 2. Geheimraum suchen. Hoffentlich ist er gleich hier. Ja, brauche ich nicht ewig suchen. Toll. Ach ja, hier den Typen sprengen wieder. Oh oh, Augen. So, und jetzt, ihr Scheißviecher. Ihr habt keine Chance gegen mich und meine Fliegen und meinen neuen Pakt, wodurch ich jetzt schneller schießen kann. Wow, Sackgasse. Oh, nee. Dennoch mit Mutterhänden. Und dies Händen und Augen. Batterie, um das wieder aufzuladen. Eine Chariot-Karte. Bomben. Wir gehen erstmal unten lang. Sehr schön. Hallo, mein Bettlerfreund. Was gibst du mir heute Schönes? Wir haben viel Geld für dich. Wir haben sehr viel Geld für dich. Wir haben so einiges. Oh, das ist aber nett. So ein kleines Extra war das, wa? Nein! Penner! Hat er sich in die Luft gesprengt? Dafür spreng ich ihn hier in die Luft. Er wollte es nicht anders. Obwohl, er kann ja nichts dafür, dass sich der Bettler in die Luft gesprengt hat. Ah, du Stück Scheiße wieder. Du bist so scheiße. Er ist doch noch stolz drauf. Dingel, Dingel, Dingel. Kommt hier auch noch was Spannendes? So, wieder ein neuer Bettler vielleicht? Oh, ihr seid toll. Wenn ihr mir jetzt noch einen Herzcontainer gibt. Dann seid ihr echt toll. Gib mir deinen Herzcontainer. Gib mir dein Herz. Ja! Chariot, ich bleib bei Chariot. The Chariot. Oder auf Deutsch, der Wagen.
Wann ist hier endlich Schluss? Wo ist hier das Ende? Ach, du wieder. Du bist diesmal ein bisschen... Bist hier... Du machst mal mehr. Ist ja toll. Hat ja nichts gebracht. Hier in die Ecke mit dir. Okay, da hätten wir das Ende. Das Ende der Fahnenstange. Skollex. Nee, Pin. Warum sollte hier auch Skollex sein? Jo, kannst du hier mal die ganzen Schwüre wegballern, wa? Für mich. Genau, hier. Ah, könnten Herzen drin sein. Silberherz am besten. So, oben ist noch ein großer Raum. Der muss natürlich auch noch abgeklappert werden. Schöne viele Dings hier. Vielleicht ist ja da die Plazenta drin. Oder Magic Scab oder was auch immer da drin sein kann, alles. Nichts drin. Noch eine Chariot-Karte und ein schwarzes Herz. Ein Hirn. Und das war's. Haben wir hier auch alles. Ich würde ja gerne jetzt nochmal die anderen Geschwüre ablaufen. Ich tu haben Idee. Das geht nicht mehr. Das ist kacke. Der neue Patch ist scheiße. Der hat nicht nur meinen Spielstand gelöscht, der hat sogar noch die Möglichkeit genommen, da rein zu gehen, mich da rein zu bomben. Sollen sie wieder rückgängig machen? Das ist doch doof. Doof. Nee, das ist kein Geschwür. Plazenta, nein. Ich würde sie so gern haben. Mann, jetzt muss ich hier so Mutter töten. Oder it lives. Ist ja nicht mehr Mutters Herz. Vergesse ich immer wieder. Mann, Scheißvieh. So, gleich kommt Teratoma wahrscheinlich erstmal. Willst du noch mal auf mich ziehen oder so? Ja, dann gehen wir jetzt mit Lazarus in die Hölle, oder? Ja, wir gehen in die Hölle. Ich glaube, wir waren mit ihnen schon im Himmel, deswegen. Ja. Gehen wir mit ihm in die Hölle und in den Dark Room dann. Danach. Den Teufel dürfte ich ja wohl hinkriegen. Vielleicht. Ein bisschen Bedenken habe ich jetzt schon, ob ich es schaffe. Mann, es gibt so selten Items drin im Geheimraum. Das finde ich doof. Das war früher auch immer besser. War früher alles besser. Früher hat mir das auch nicht meinen Spielstand gelöscht, ständig. Explosion reicht wahrscheinlich nicht mal aus um eins, genau. Hätte ich doch hier so machen können. Hätte ich die Schädel mitsprengen können. Auch Schnuppe. Scheiß gefährlich sind die. Hier auf die Luke. Ja, Item. Pam, 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 pam. Ja, Schaden machen wir wenigstens.
vernünftig. Wir machen sogar ziemlich ordentlichen Schaden. Ja. Bin ich soweit schon mal gut? Ach, Monster natürlich. Hier, mach deinen Kacklaser. Erfreu dich deines Lebens, solange du noch kannst. So, ist er weg. Wieder ein Schlüssel. Eigentlich hätten wir ja noch Schlüssel gehabt für The Chest. Also hätten wir in den Himmel gehen können. Aber wir waren schon im Himmel, glaube ich, mit Lazarus. Deswegen gehe ich jetzt mit ihm in die Hölle. Oh, die Credit Card. Die bringt mir so viel. Scheiße. Die haben wir letzte Runde in der letzten Challenge freigespielt. Aber hier gibt's keine Shops. Man kann mit der Credit Card, man kann die benutzen, dann kriegt man alle Items im Shop. Er hat mich getroffen. Gibt's doch nicht. Ey, Silberherz hier geben. Boah, Alter. Nein. Was sucht denn der hier drin? Verrecke. Okay, den gibt's jetzt hier als normalen Gegner. Oh, ich doppelt, das ist natürlich auch toll. Liegt denn nochmal direkt in ihn rein? Lass mich von ihm treffen, natürlich. Immer dieser Zwang, alle Räume abzulaufen. Schrecklich, wa? Noch ein weißes Herz wäre schön, damit wir beide einsammeln können, ohne dass wir die dann gleich wieder verlieren. Und sonst müssen wir das erstmal da liegen lassen, bis wir... Ach, ich hasse ihn. Bis wir Satan getötet haben. Stopp, 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 stopp. Boah, hat mich berührt. Doch nicht. Hä? Ach da. War um ein halbes oder ein ganzes? Hamstes. Halbes. Ich würde das weiße Herz da am liebsten zur Seite schieben irgendwie, damit ich da nicht aus Versehen reinfliege. Boah, den Scheiß. Hätte ich vielleicht nutzen können, um mir das Leben zu retten, mal wieder. Die Bad-Trip-Pille kann ganz nützlich sein. Ah, Fistula. Keine Chance, das Scheißding hier. Das bündelt Dreck. Mit Mahn überzogen. Oder durchzogen, besser gesagt. Einmal rumgeflogen. Und nochmal, Fistula. Das ist weg. Ja, ist doch vorher gestorben, bevor er eine Runde ziehen kann. Und das ist so ein großer Raum mit den Albtraum Duke of Lies, die natürlich auch nervig sind. Gewisserweise, naja.
sie gehen eigentlich. Eingesammelt, benutzt. Was gehen wir da? Empress. Gab hier Item. Vielleicht noch ein zweites Leben? Vielleicht Chariot Card eingesetzt. Gut ist. Du kriegst mich nicht. So, dann sind wir hier fertig. Nein, das zeige ich natürlich. Kacke. Ich nehme das damit. Hallo Satan! Wow! Oh mein Gott! Kannst du mal sterben? Und wollte schon Tschüss sagen, jetzt Tschüss aber. Laser! Ich muss meine Bullet Hell Finger machen. Bullet Hell Finger. Mit denen du nichts ausrichten kannst. Mal sehen, ob ich nur Damage hinkriege. Nein! Knapp verkackt ist auch verkackt. Aber wir sind durch. Und ab in the Dark Room. Und der öffnet sich das Tor zum Endboss. Aber ehrlich gesagt bringt das gar nichts, den zu bekämpfen. Man kriegt nämlich nichts. Man kriegt tatsächlich nichts, wenn man ihn bekämpft. Und ihn besiegt. Außer neuen Dings eigentlich. Aber... Mann, verrecke. Ja, nächster Fuß. Welches er? Warum haben sie denn da eigentlich so einen großen Raum gegeben für? Tower ist ja toll. Ja, solange es nur hier Daddy ist, ist alles okay. Daddy ist noch am einfachsten. Oh Gott. Man will mich wahrlich nerven mit den Viechern. Aber wir hatten schon schlimme Räume mit den Viechern. Ohne dass wir fliegen konnten. Verrecke. Ja, auch noch. Hier ist noch einer? Verreck. Nee. Wer ist Cancer? Den hätte ich sofort genommen. Ja, komm mir doch entgegengeflogen, Depp. Aber... Ja, Ina ist tot. Wunderschön. Och, ich bräuchte irgendwie Heilungsmöglichkeiten. Ich will wenigstens hier The Lamp nochmal töten. Ich glaube, den Endboss können wir jetzt erstmal noch vergessen. Oh Gott. Oh Gott. Nicht er. Der macht mich jetzt... Die machen mich platt zusammen.
Die sind einfach viel zu stark mit ihren Laser. Kann mal einer von euch wenigstens sterben? Oh, meine Fresse. Fuck. Oh, du Scheiße. Stirb. Wenigstens einer, bitte. Ja, der Ender ist erstmal schon mal tot. Das ist schon mal sehr gut. Oh. Heilungsmöglichkeiten werden auch schon mal wieder schön. Ach, Gordis. Gordlinge. Ihr seid ein Glück einfach. Gib mir mal Herzen, Penner. Ich hab genug Schlüssel. Boah. Und tot. Und jetzt habe ich noch ein Herz, natürlich. Full hard. Eins ist klar, den Boss mache ich nicht mehr platt. Silberherzen sind unsere einzige Hoffnung. Komm schon. Komm schon. Drei der dreckigsten Trinkets überhaupt. Auf jeden Fall nicht. Ah. Die Stärkekarte kann man auf jeden Fall machen. The Lamp macht mich platt. Ich gehe da gleich mit drei Herzen rein. Oder mit vier. Oder mit fünf. Komm, noch ein Silberherz. Noch eins, bitte. Okay, muss ich dich sprengen. Boah. Wow. Na, okay. Reingegangen, Stärkekarte benutzt. Lazarus vs. The Lamp. Der macht eine neue Attacke. Fuck. Wegs macht es auch Schaden. Fuck. Wow. Wenn ich ihm zu viel Schaden auf den Körper mache, macht er Explosion. Okay. Oh! Oh, 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 oh. Die Attacken kenne ich noch nicht von ihm. Ich hatte immer überpowerte Sachen, wenn ich ihn bekämpft hatte. Ehrlich gesagt.
Was? Wir machen ihn platt? Wir haben es geschafft! Die dunkle Kutte hat mir das Leben gerettet. Danke, dunkle Kutte. Ich drück die Credits weg. Pandoras Box has appeared in the basement. Wir haben es geschafft! Wir haben es doch noch geschafft. Ich weiß, jetzt gucke ich nochmal nach. Nee, mit Lazarus waren wir bisher noch gar nicht bei... Nee. Wir waren bisher mit Lazarus nur bei Mutters Herz, wa? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch The Dark Room. Wir hätten jetzt auch noch tatsächlich den Endboss machen können. Aber das hätten wir nicht überlebt. Ja, Rechner macht Geräusche. Ja, als nächstes dann Azazel. Das wird relativ einfach, weil Azazel ist halt OP. Obwohl jetzt, wo der Patch draußen ist, vielleicht haben sie ihn geschwächt. Bin ich gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Glück auf, euer Hyde. Tschüss.